In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise zur Wewelsburg im Paderborner Land. Mit unserem Wohnmobil erkundeten wir die geschichtsträchtige Burg und tauchten ein in ihre faszinierende, aber düstere Vergangenheit. Neben Informationen zur Burg zeigen wir euch auch einen Wohnmobilstellplatz in der Nähe und geben euch Tipps für die Umgebung. Seid dabei, wenn wir die Wewelsburg erkunden und euch alles Wissenswerte über diese einzigartige Burg erzählen. Die Wewelsburg, hoch über dem Almetal gelegen, ist mehr als eine imposante Burg. Ihre Geschichte ist geprägt von Macht, Mystik und Schrecken. Erbaut im 17. Jahrhundert als prunkvolle Residenz der Paderborner Fürstbischöfe, wurde die Wewelsburg im Dritten Reich von den Nationalsozialisten zur zentralen Kultstätte der SS umfunktioniert. Unter Heinrich Himmler sollte sie zum Heiligen Berg der SS avanciert werden. Heute zeugen noch zahlreiche architektonische Elemente von dieser dunklen Vergangenheit. Das berüchtigte SS-Oberstenzimmer mit seinen schwarzen Säulen und der Nordraum mit seiner heidnischen Symbolik lassen erahnen, welche Ideologie hier einst propagiert wurde. Seit 1945 beherbergt die Wewelsburg eine Erinnerungs- und Gedenkstätte, die sich der Geschichte des Nationalsozialismus und der SS widmet. In der Ausstellung Wewelsburg 33/45, Ort der Gewalt, Stätte der Erinnerung, werden die Verbrechen der SS und die Nutzung der Burg als Kultstätte aufgearbeitet. Die Wewelsburg ist ein Ort der Erinnerung und der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Sie ist Mahnung und Lernort zugleich und lädt Besucher ein, sich mit den dunklen Kapiteln der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Weitere Informationen zur Burg, wie Einlasszeiten oder Link zur Website, sowie Adresse des Stell- und Parkplatzes direkt an der Wewelsburg unten in der Videobeschreibung. Lasst uns doch bitte ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt in den Kommentaren, ob ihr auch schon dort gewesen seid. Alles Gute, bis demnächst.